Morgen. Nino, nee. When you're not strong, and I'll be your friend. Danke. I'll help you carry on. For it won't be long. Arbeiterkammer Österreich. Falter, kritischer Journalismus, jede Woche neu. So, ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle im Namen von Frau Präsidentin Renate Anderl und Frau Direktorin Silvia Ruschka-Frank im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien begrüßen. Inzwischen müssten Sie es merken, ich bin der, den Sie im Haus anrufen, wenn Sie krank werden und eine wichtige Rede halten müssten. Heute hat sie Direktorin erwischt, für die ich natürlich sehr gerne einspringe und der ich an dieser Stelle gute Besserung und alles Gute wünsche. Mein Name ist Philipp Brooks, ich bin stellvertretender Leiter der Sozialpolitik hier in der Arbeiterkammer Wien und freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ganz besonders freue ich mich, dass wir heute mit Daniel Kehlmann einen super spannenden Gast für die Stadtgespräche finden konnten. Sein neuer Roman heißt Lichtspiel, eine Erzählung von einem Filmemacher, der schon im Exil gewesen, kurz nach dem Anschluss 1938 wegen seiner kranken Mutter nach Österreich zurückkehrt, hier hängen bleibt und obwohl er bekennender Nazi-Gegner ist, kurze Zeit später Teil der Filmindustrie des Dritten Reichs wird. Im Kern geht Daniel Kehlmann damit der Frage nach, wie viele moralische Kompromisse verträgt die große Kunst eigentlich? Eine Frage, die kein ganzes Jahr vor unserer eigenen Parlamentswahl wahrscheinlich weniger überspitzt ist, als sie auf den ersten Blick klingen mag. Zuletzt hat mich Daniel Kehlmann übrigens mit seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche gefesselt. Das war anlässlich der Verleihung des Friedenspreises der deutschen Buchhändler an Salman Rushdie. Es ist keine 3 Wochen her gefesselt und Sie können die Rede online noch immer nachlesen, weil der Frieden in vielen seiner Facetten, vor allem aber als sozialer Frieden, ganz fest und ganz tief in den Wurzeln der Arbeiterkammer verankert und verwurzelt ist. Und ganz persönlich gefesselt deshalb, weil ich erst keine zwei Wochen zuvor, am 7. Oktober selber in Israel war, als die Anschläge stattfanden. Vielen und großen Dank für Ihre sehr fesselnde Rede an dieser Laudatio. In diesem Sinne und um uns alle wieder zu entfesseln, freue ich mich auf einen spannenden Abend, wünsche Ihnen einen schönen Abend, viel Spaß und niemand anderer wird Sie durch diesen Abend führen als die wunderbare Barbara Todt. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp, für diese sehr charmante Überleitung. Mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie jetzt auch im Namen des Falters, meiner journalistischen Heimat, zum Stadtgespräch begrüßen. Und ich freue mich, dass ich Sie durch die nächsten knapp 1,5-2 Stunden führen darf. Ja, und ich habe jetzt die Ehre, ein paar Worte zu Daniel Kehlmann zu sagen. Er ist 1975 in München geboren worden, in Wien unter anderem aufgewachsen und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Er ist ein Schriftsteller, aber er ist auch Autor von Theaterstücken, von Drehbüchern und von Hörspielen. Ich und Kaminski, die Vermessung der Welt, Till und jetzt, wie wir gehört haben, Lichtspiel,
Das sind nur einige der Titel seiner Erfolgsromane. Weniger allgemein bekannt, aber auch sehr lesenswert sind seine Essays, die er im Rahmen der Frankfurter Poetik-Vorlesungen gehalten hat. All diese Bücher finden Sie übrigens nach der Veranstaltung draußen am Büchertisch zu kaufen und Herr Kehlmann wird sie auch signieren. Die Liste seiner Preise und seiner Auszeichnungen ist jetzt fast zu lang, um sie hier alle vorzulesen. Aber am Ende bleibt, dass Kehlmann das ist, was man im Englischen einen Public Intellectual nennt, einen öffentlichen Intellektuellen, einen Citoyen, der nicht nur über sein Werk gerne spricht, sondern auch über Politik, Gesellschaft und das Zeitgeschehen. Und das wollen wir dann im Anschluss auch sehr gerne mit ihm tun, aber vorweg würde ich ihn, Herr Kehlmann, würde ich Sie bitte auf die Bühne bitten. Sie werden uns zur Einstimmung eine Schlüsselstelle aus Ihrem neuen Roman vorlesen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Abend. Ja, ich lese eine kurze Stelle, ungefähr eine Viertelstunde aus Lichtspiel. Die Hauptfigur, der Regisseur G.W. Papst, ist zu diesem Zeitpunkt eben wieder nach Österreich gekommen, das jetzt nicht mehr Österreich heißt. Und der Krieg ist ausgebrochen, er kann nicht raus, er ist in der Falle. Und in dieser Situation wird er vorbestellt zum Minister, zum Propagandaminister nach Berlin. Und ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch entschlossen, sich den Begehrlichkeiten des Regimes zu entziehen. Aber natürlich, er muss hinfahren. Und dann passiert Folgendes. Papst hatte ein großes Büro erwartet, nicht aber ein so großes. Der Raum hätte über 100 Menschen fassen können, aber alles, was er enthielt, war ein riesiger Teppich und weit entfernt ein Schreibtisch mit einem Telefon und zwei Stühlen. An der Wand dahinter, so weit weg, dass man blinzeln musste, um es zu erkennen, hing ein golden gerahmtes Bild des Führers. Hinter dem Schreibtisch saß der Minister. Das überraschte Papst. Denn normalerweise ließ man doch, wenn man mächtig war, die Leute warten. Aber der Minister saß da, blickte auf, machte eine heranwinkende Handbewegung und rief: Papst, Herr Littler, kommen Sie. Papst setzte sich in Bewegung. Die ganze Zugfahrt nach Berlin hatte er gegrübelt, was er dem Minister sagen würde. Er hatte alle Möglichkeiten erwogen, alle Züge und Gegenzüge durchdacht und schließlich eine Strategie entwickelt, an die er sich jetzt nicht einmal im Ansatz erinnern konnte. Und er ging immer noch auf den Schreibtisch zu. In so einem großen Zimmer konnte man unmöglich arbeiten. Derart groß waren vielleicht Bahnhofshallen, aber nicht Büros. Wie war die Reise? Rief der Minister. Wie geht's der Familie, der Frau Mutter? Danke, gut, sagte Papst. Wie war es möglich, dass er den Schreibtisch noch immer nicht erreicht hatte? Wir haben uns ja noch nie getroffen, sagte die berühmte hohe Stimme mit dem rheinischen Akzent. Großer Bewunderer, Palü, herrlich, Westfront, Meisterwerk, Gasse, politisch nicht so ganz meins, aber die Garbo, Gott, die Garbo, er lachte spitz. Freut mich, freut mich, freut mich. Papst war jetzt schon nahe genug, um das hagere, seltsam jugendliche Gesicht genauer sehen zu können. Bleich war es, etwas verschwitzt. Unter den dicken Augenhöhlen traten die Wangenknochen so stark hervor, als ob er etwas Hartes zu zerbeißen versuchte. Papst überlegte, ob ein kurzes »Mich auch« ein zu großes Entgegenkommen war oder eine leere Floskel. Aber noch bevor er sich selbst darauf eine Antwort gegeben hatte, hörte er sich sagen »Mich auch«. Das freut mich, dass Sie das freut. Nehmen Sie Platz, freuen wir uns zusammen. Und endlich hatte Papst den Schreibtisch erreicht. Er zog den Besucherstuhl heran und setzte sich. Der Minister lächelte. Seine Hände lagen flach auf der leeren Tischplatte. Der rote Papst. Papst schluckte. Er wusste darauf keine Antwort. In diesem Moment ging zu Papsts linker Hand in der Mitte der weißen Wand eine Tür auf
Und der Minister trat ein. Er hob die Hand, sagte Heil Hitler, und ging mit zackigen Schritten, die ein leichtes Hinken auf der rechten Seite nicht ganz verbargen, auf den Schreibtisch zu, an dem Papst und er selbst saßen. »Wie war die Reise?« rief er im Gehen. »Wie geht's der Familie? Wir haben uns ja noch nie getroffen.« Er erreichte den Schreibtisch, wo der Minister aufstand, um Platz zu machen, und die beiden Männer wurden in einem unscharfen Vorgang zu einem einzelnen Mann, der sich hinsetzte und »Es freut mich wirklich«, sagte. »Mich auch«, sagte Papst. Da er es schon gesagt hatte, fiel es ihm jetzt leichter. Es kam nicht mehr darauf an. Der Minister legte seine Hände flach auf die Tischplatte, lächelte und sagte »Der rote Papst«. Papst wurde es schwindlig. »Ich höre«, sagte der Minister, »bitte, nun?« Papst rieb sich die Schläfen. »Kommen Sie«, sagte der Minister, »Sie wollten mich sprechen. Ich höre.« »Sie haben mich rufen lassen. Und?« »Bitte, ich höre.« Papst begriff nicht, was meinte dieser Mann? Was wollte er? Dieser Mann, mit dem er einst in einem Leben, das unwiderruflich vorbei war, nicht einmal drei Sätze gesprochen hätte und den er von seinem Filmset hätte jagen lassen, wenn er es gewagt hätte, dort aufzutauchen. »Sie spielen die Unschuld vom Lande«, sagte der Minister. »Na bitte, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Es gibt halt Dinge, die gesagt werden und Dinge, die nicht gesagt werden.« Papst verstand nicht. »Also, gesagt wird, dass Sie hier zu mir gekommen sind, der rote Papst, der kommunistische Regisseur, der linke Held. Nicht gesagt wird, bitte, dass ich Sie habe rufen lassen. Nicht, weil es besser ist, wenn Sie von sich aus gekommen sind. Ein wenig besser für mich, aber vor allem auch besser für Sie.« Der Minister sah ihn lächelnd an. Papst, dem nichts anderes zu tun einfiel, nickte. »Und?«, fragte der Minister, »was wollen Sie?« Papst runzelte die Stirn. »Was ich will? Sie wollten mich sehen. Ich habe Sie empfangen. Was möchten Sie?« »Ich möchte nichts.« Der Minister lächelte. Er schloss die Augen. Eine kurze Weile saß er reglos. Es war ganz still. Kein Geräusch von der Straße drang durch die hohen Fenster. Papst hörte die Luft rauschen. Seine Kehle war so trocken, dass er nicht zu schlucken vermochte. »Zweiter Versuch«, sagte der Minister, ohne die Augen zu öffnen. »Ein Wort, das auch nicht gesagt werden soll, vor allem nicht von mir, das ist Canossa. Sie sind hier, weil Sie zu Kreuz kriechen möchten. Sie sind hier, um Frieden und Vergebung zu erbitten. Und zwar von sich aus. Dann können wir weiterreden. Und zwar über das, was ich für Sie tun kann, was ich Ihnen bieten kann. Aber ohne Canossa wird es leider nicht abgehen.« »Das ist ein Missverständnis«, sagte Papst. »Ich bin nach Österreich, Ostmark. Ich bin in meine Heimat zurückgekommen, um nach meiner Mutter zu sehen. Ich bin kein politischer Mensch und ich habe zurzeit nicht die Absicht, weiterhin Filme...« Er verstummte. Der Minister war verschwunden. Papst beugte sich vor. Tatsächlich, er musste blitzschnell unter den Tisch geglitten sein. Die steinerne Tischplatte lag auf drei senkrechten, massiven Holzplatten, sodass der Tisch nur nach hinten offen war und Papst nicht sehen konnte, was darunter vor sich ging. Aber er hörte ein Knarren und Quieken, ein Reißen und Scharren. »Herr Doktor«, der Minister, tauchte wieder auf. Er wuchtete sich empor in den ledernen Stuhl, verschränkte die Arme und sah Papst erwartungsvoll an. »Ich habe nicht die Absicht, weiter Filme zu machen.« »Falsche Antwort«, sagte der Minister. »Falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort.« »Falsche Antwort.« Beide schwiegen. Papst holte Luft, aber der Minister unterbrach, bevor er sprechen konnte. »Jetzt wäre es gut, wenn die richtige Antwort käme.« Papst öffnete den Mund. »Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann«, unterbrach der Minister. »Zum Beispiel KZ, jederzeit, kein Problem, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann, nämlich alles, was Sie wollen. Jedes Budget, jeden Schauspieler, jeden Film, den Sie machen wollen, können Sie machen. Aber das wissen Sie. Deshalb haben Sie mich ja aufgesucht. Deshalb gehen Sie nach Canossa.
Papst holte Luft. Jetzt sind Sie an der Reihe, unterbrach der Minister. Papst nickte und versuchte es wieder. Ich habe lange genug gesprochen, sagte der Minister. Jetzt auch mal Sie. Papst atmete aus, atmete wieder ein, öffnete den Mund oder hat es Ihnen die Sprache verschlagen, unterbrach der Minister. Das kommt schon mal vor in diesem Büro. Es wäre nicht das erste Mal. Papst holte Luft. Der Minister schwieg. Papst war so verblüfft darüber, dass er vergaß, was er hatte sagen wollen. Er räusperte sich, der Minister schwieg noch immer und Papst setzte an: Ich habe aus persönlichen Gründen zurzeit, das Telefon auf dem Schreibtisch läutete. Heilige Scheiße, sagte der Minister und nahm den Hörer ab. Ich habe doch, sagte er ins Telefon, ausdrücklichste Anweisung gegeben, dass ich in keinem Fall unterbrochen zu werden wünsche. Ein jaulendes Geräusch kam aus dem Telefon. Es schwoll an und ab, es zitterte und klirrte und es waren darin keine menschlichen Laute auszumachen. Moment, der Minister senkte den Hörer. Papst, nur einen Augenblick, schweigen Sie kurz still, das hier ist wichtig. Er presste den Hörer wieder ans Ohr und sagte: Weiter. Eine Weile horchte er auf das wimmernde Geräusch. Seine auffallend weißen Zähne waren zu einem Grinsen entblößt. Na, geben Sie ihm Saures, sagte er. Schenken Sie ihm ein, ja? Was? Er hörte wieder kurz zu, dann stieß er einen Wutschrei aus und schlug den Hörer so fest auf die Tischplatte, einmal, zweimal, ein drittes Mal, dass dieser zersplitterte. Scheiße, sagte der Minister, senkte den Kopf und tastete an der Tischkante entlang. Schließlich fand er den Knopf, nach dem er gesucht hatte, sagte erneut Scheiße und drückte darauf. In derselben Sekunde, oder eigentlich sogar schneller, nämlich so schnell, dass Papst geschworen hätte, dass es nicht bloß gleichzeitig, sondern sogar einen Moment vor dem Knopfdruck geschah, ging die Tür auf und ein uniformierter Adjutant kam herein. Neues Telefon, schrie der Minister. Der Adjutant salutierte und wirbelte herum, die Tür knallte zu, sie waren wieder allein. Papst, sagte der Minister, Entschuldigung, ich höre. Ich habe aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres nicht die Absicht, Filme zu drehen. Ich glaube, ich habe alles gesagt als Künstler, was ich zu sagen hatte. Ich bin nicht mehr jung. Ich hatte im September einen schweren Sturz, ich habe Schmerzen, ich fühle mich außerstande. Die Tür ging auf und vier Männer brachten ein Telefon. Einer machte sich an der Wand zu schaffen, einer montierte das zerstörte Gerät von seinem Kabel ab, ein weiterer montierte das neue, einer hielt den Werkzeugkasten. Schauen Sie auf die Uhr, fragte der Minister. Wieso? Alle vier traten zurück und salutierten. 1:14, sagte einer. 1:14, sagte der Minister ungläubig. Mein lieber Herr Gesangsverein, abtreten. Die Männer hoben schweigend die Arme. Im nächsten Moment waren sie hinaus. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich alleine schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber es tut Ihnen leid. Bitte? Sie haben kommunistische Propaganda betrieben. Sie waren ein Feind des deutschen Volkes. Sie haben mit anderen Volksfeinden und mit Juden gemeinsame Sache gemacht. Eigentlich ist das alles unverzeihlich. Und dennoch sitzen Sie vor mir, trinken Kaffee und... Der Minister verstummte, nahm den Telefonhörer, schrie Kaffee und legte auf. Wo war ich? Ja, dennoch sitzen Sie vor mir und bitten um Vergebung und sagen, dass Sie im Irrtum waren und dass es Ihnen leid tut. Ja? Der Minister sah Papst erwartungsvoll an. Kommunist war ich nie. Und was meine Filme betrifft, zwei Adjutanten trugen Silbertabletts mit Tassen, einer Porzellankanne, einer Milchkanne, einer Zuckerdose heran. Die Kanne war aus grün-weißer gmundener Keramik, Zuckerdose und Tassen ebenso. Nur das Milchkännchen war aus Edelstahl und hatte ein kleines Hakenkreuz eingraviert. Die beiden schenkten Kaffee ein, grüßten und bewegten sich im Laufschritt zur Tür. Schon waren sie wieder hinaus. Um ein wenig Zeit zu gewinnen, beugte Papst sich vor, nahm seine Tasse und führte sie vorsichtig zum Mund. Ich war nie Kommunist. Ich habe bei allem Respekt auch keine Propaganda. Sie verkennen die Lage. Ich diskutiere nicht. Wenn Sie nur die geringste Idee hätten, was Ihnen blühen kann, würden Sie es nicht mal versuchen. Es ist, wie es ist. Und wie es ist, sage ich. Und alles, was Sie hier sagen, ist, es tut mir leid. Und Sie sagen, ich weiß es jetzt besser. Und ich habe meine Fehler erkannt. Und ich will das meine tun für den Aufbau eines neuen Deutschland. Also,
Papst öffnete langsam den Mund, aber diesmal geschah nichts. Es gab keine Unterbrechung. Sie saßen in völliger Stille. Papst räusperte sich wieder. Er atmete aus, er atmete wieder ein. Der Minister sah ihn an. Es tut mir leid, sagte Papst, es war ein Missverständnis. Ich wollte nie Volksfeinden helfen. Sie wissen es jetzt besser? Papst kam es vor, als hätte ihn alle Lebenskraft verlassen. Er nickte. Haben Ihre Fehler erkannt? Papst nickte. Ich höre es nicht. Ja, Sie müssen es schon sagen. Ich weiß es besser. Ich habe meine Fehler erkannt. Und? Papst rieb sich die Stirn. Die Worte kamen jetzt ein wenig leichter. Ich will das meine tun für den Aufbau Deutschlands. Danke, sagte der Minister. Ich will es Ihnen gestehen. Darauf war ich nicht gefasst. Dass Sie herkommen und in solcher Weise, ich verhehle es nicht, es rührt mich. Und da fällt mir ein, ich habe genau das richtige Drehbuch. Eine Blockbuster-Szene. Haben Sie sich gequält beim Schreiben dieser Szene? Ich müsste vielleicht sagen ja, weil es ja eine schreckliche Szene ist, aber es war nicht so. Nein, die Szene schrieb sich fast von selber. Ich merke das manchmal, wenn man einen Roman schreibt, wenn man die richtigen Entscheidungen vorher getroffen hat und dann kommt man zu Szenen, die sozusagen so aufgeladen sind mit Energie und Möglichkeiten, dass sie, auch wenn sie schreckliche Szenen sind, dann doch auf eine rein künstlerische Weise Spaß machen und sich auch irgendwie wirklich von selber schreiben. Und das war so eine. Und schreibt man diese Szene dann ziemlich am Anfang oder schreibt man sie zu dem Moment, wo sie dann auch im Buch kommt? Weil sie ist ja ziemlich in der Mitte des Buches, also sie kommt eher spät. Es war nicht immer so bei meinen Romanen, aber bei Lichtspiel war es wirklich so, dass ich das Buch völlig geschrieben habe in der Chronologie, die jetzt auch die Chronologie des Romans ist. Also es ist auch, es gibt eine Rahmenerzählung, die aus zwei Kapiteln besteht, aber ansonsten gibt es keine Zeitsprünge. Die Geschichte ist ganz chronologisch erzählt. Und ich habe sie auch genauso geschrieben. Also ich habe beim Schreiben rollte sich die Geschichte Schritt für Schritt vor mir ab. Also ich habe das Kapitel weder am Anfang noch ganz am Ende oder so, sondern ich kam sozusagen zusammen mit Papst beim Schreiben in diese Situation. Jetzt ist G.W. Papst, Georg Wilhelm Papst, den gab es ja wirklich. Ja. Der ist eine interessante, weil ambivalente Figur. Mhm. Das war ein ganz großer Regisseur der 1920er Jahre. Dann ist er quasi ins Exil nach Hollywood gegangen und dann quasi ins Dritte Reich zurückgekehrt. Ja. Also eigentlich eine fast paradoxe Situation. Ja. Ein Re-Immigrant in ein Land, in das man zu dem Zeitpunkt als Künstler eigentlich nicht kommen möchte. War es das, was Sie daran fasziniert hat? Oder was war sozusagen, was hat Sie begeistert an diesem... Es war das. Es ist eine vollkommen einzigartige Emigrationsgeschichte. Ich weiß nichts Vergleichbares. Alle wollten raus, also alle, die nicht, und er war wirklich, das muss man vorausschicken, er war überhaupt kein Nazi, er hatte keine Nähe zu diesem Regime in irgendeiner Form. Alle Künstler, die in seiner Lage waren, wollten nur raus. Er war in Frankreich, als die Nazis die Macht übernahmen. Er kam dann ohne Probleme nach Amerika, etwas, was für andere ungeheuer schwer zu bewerkstelligen waren. Er konnte dort auch einen Film drehen. Also eigentlich, trotz Schwierigkeiten mit dem amerikanischen Studiosystem, eigentlich trotzdem eine fantastisch privilegierte Situation. Und dann ging er eben zurück. Man kann darüber spekulieren, warum, es ist nicht vollkommen klar. Aber er fand sich dann wieder im Dritten Reich und hat dann dort
gearbeitet und ich wollte schon lange in irgendeiner, es gab verschiedene Dinge, die ich erzählen wollte sozusagen. Das eine war diese faszinierende Frühgeschichte des deutschsprachigen Films und das andere ist eben, ich wollte dann doch irgendwie die Realität, die alltägliche Realität in einem totalitären Staat erzählerisch mir vorstellen, mich dem imaginieren, einen Stoff finden, der damit zu tun hat und sozusagen mit Papst, mit dieser völlig ungewöhnlichen, verdrehten Emigrationsgeschichte, jemand, der nicht die normale Emigrationsgeschichte ist, jemand will unbedingt raus und schafft es dann irgendwie. Und die Geschichte war, jemand ist schon draußen und kommt zurück in diesen Albtraum. Es sind ja Emigranten immer wieder aufgewacht und haben geträumt, sie sind drüben, sie sind plötzlich in Berlin, sie sind nicht entkommen. Und er hat für ihn, er hat diesen Albtraum Realität werden lassen in seinem Leben. Und also es war dann eben für mich eine Möglichkeit, mich dem erzählerisch zu nähern. Also der Roman beginnt ja auch eher konventionell wie andere Emigrationsromane, die man schon gelesen hat, also jetzt von der Rahmenhandlung absieht, nämlich mit Emigranten in Hollywood. Und aber dieser Emigrant tut eben was, was man nicht erwarten kann, er geht wirklich zurück. Und also es war wirklich, wie Sie sagen, es war das Einzigartige an der Geschichte, das mich so angezogen hat. Wir wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen, ja, weil es gibt wahrscheinlich einige unter Ihnen, die das Buch noch nicht gelesen haben und lesen sollten. Aber von dem Moment, von dieser Begegnung mit dem Minister, der natürlich Goebbels ist, er dreht dann Filme. Ja. Arrangiert sich so ein bisschen und ist das, was wir heute einen Mitläufer nennen, oder wie würden Sie es beschreiben? Ja, ich finde, die Geschichte interessiert mich eben auch deswegen so sehr, weil keiner dieser Begriffe wirklich zutrifft. Er wird gezwungen, Filme zu drehen. Er hat wirklich keine Wahl, aber weil das sein Beruf ist und weil er das gerne macht, immer gemacht hat, kann er auch nicht ganz verhindern, dass es ihm in gewisser Weise Freude macht und dass er es auch gut machen will. Und er hat tatsächlich, paradoxerweise, bietet ihm das Dritte Reich mehr Möglichkeiten, als ihm Hollywood geboten hat. Die Ressourcen sind größer, er hat mehr Möglichkeiten und es geht nicht anders. Er ist Regisseur und dadurch empfindet er daran dadurch auch eine gewisse Befriedigung. Es ist auch keine Propaganda, die er macht. Es gibt tatsächlich zwei Filme, die Papst im Dritten Reich gedreht hat. Der dritte ist verschollen und das sind keine Propagandafilme. Der zweite, Paracelsus, ist tatsächlich, finde ich, sehr gut und wird auch an Filmhochschulen unterrichtet. Also es ist auch in der Hinsicht eine einzigartige Situation. Kann man das Mitläufer nennen? Es ist sicher nicht in Ordnung, weil man ja doch für die verstaatlichte Filmindustrie des Dritten Reiches und für Goebbels arbeitet, als Aushängeschild. Aber weder der Begriff Opportunist, noch der Begriff Mitläufer, noch all die anderen Begriffe sind anwendbar. Es gibt eine Sache, die mich auf Papst gebracht hat, ist ein kleiner Abschnitt in Zuckmeyers, Geheimreport, es ist erschienen unter dem Titel Geheimreport. Das ist ein Dossier, das der Schriftsteller Karl Zuckmeyer geschrieben hat für die amerikanische Besatzungsbehörde, in dem er eben verschiedene Kulturträger des Dritten Reiches mit seiner wirklich sehr großen Kenntnis und auch Einfühlungskraft beschreibt und eben in diese Kategorien einordnet. Wer war wirklich ein schlimmer Nazi? Wer war ein Mitläufer? Wer war eigentlich sogar dagegen? Wer ist wo ein? Und bei Papst und nur bei Papst sagt er, ich habe zu diesem Fall keinen Schlüssel. Er sagt, ich verstehe es nicht. Und wenn man als Romanautor so einen Satz liest, ich habe zu diesem Fall keinen Schlüssel, von einem, der sich wirklich auskannte wie Zuckmeyer, dann wird man neugierig. Kann man sagen, dass er anständig im Unanständigen geblieben ist? Ich glaube, das kann man sagen, aber er ist auch hat auch Unanständiges getan im Anständigen. Also man kann das nicht befürworten. Im Grunde kommt man immer auf eine Sache, die eben ist, wenn man es geschafft hat, aus einer wirklich fürchterlichen Diktatur rauszukommen, dann geh nicht zurück, auch nicht für einen kurzen Besuch. Begib dich nicht in ihren Machtbereich, bleib weg. Er bleibt ein schwieriger Held, auch in ihrem Roman, mit
verschiedenen Schattierungen und Ambivalenzen. Aber ist das nicht vielleicht genau auch die Lehre oder das, was uns heutzutage fehlt, nämlich das Verständnis für eben genau diese Schwierigkeiten, in die Menschen manchmal kommen? Wir wünschen uns immer strahlende Helden ohne irgendeinen Makel. Also ich glaube schon, dass gerade Romane sich immer in diesem Bereich moralischer Ambivalenzen bewegen müssen. Nicht um irgendwas zu rechtfertigen. Ich will auch, worauf ich überhaupt nicht hinaus will, ist diese, wie Hegel das mal nennt, die Nacht, in der alle Katzen grau sind. Also zu sagen, naja, das Dritte Reich, das war eine schlimme moralische Situation und da will man ja gar nicht drüber nachdenken oder urteilen. Jeder war irgendwie belastet und es ist ja auch so. Sondern es ist schon, man muss sich im Detail damit beschäftigen und es ist auch in Ordnung zu urteilen, aber vielleicht nicht dann, wenn man einen Roman schreibt. Also der Roman ist wirklich das Feld der Ambivalenz und der moralischen Kompliziertheit, wo man es auch wirklich, je weniger man klar einordnen kann, das moralische Verhalten einer Figur, desto besser hat, glaube ich, der Autor seine Arbeit gemacht. Ich meine, für mich ist immer, ich würde mich nie in 100 Jahren nicht damit vergleichen wollen, aber für mich ist immer die unerreichbare Fernziel des Romanschreibens ist Krieg und Frieden von Tolstoi. Und da wird man auch nie damit fertig, darüber nachzudenken. Also ist Natascha eine ganz furchtbare Person, die alle Männer um sich herum ruiniert hat, oder ist sie ein ganz wunderbares Mädchen und ist die echte Heldin des Buches? Ich weiß es bis heute nicht, obwohl ich es dreimal gelesen habe und das ist doch fantastisch. Mögen Sie Ihren Papst am Ende? Ja, also ich mag ihn, ich muss ihn mögen, ich bin der Autor. Das ist meine Aufgabe. Ich muss nicht jede Figur mögen. Es gibt auch wirklich Figuren in dem Roman, zum Beispiel Leni Riefenstahl, wo ich nicht die Aufgabe und nicht den Wunsch empfinde, sie mit großer Gerechtigkeit zu behandeln. Meine Leni Riefenstahl ist eine böse, gezeichnete, satirische Karikatur. Völlig untalentiert auch. Ja, also ich meine, das war sie auch meiner Meinung nach. Aber das ist... Man könnte sagen, das ist jetzt keine Figur, die sehr reich an Schattierungen gezeichnet ist, aber sie ist auch eine Nebenfigur. Es ist meine Aufgabe als Autor, die in gewisser Weise immer Anwalt meiner Figuren zu sein, in der Form, dass ich muss Verständnis für sie haben, ich muss zumindest zu einem Teil meiner Seele sozusagen, um es pathetisch zu formulieren, auf ihrer Seite sein. Und ich muss alle ihre Entscheidungen irgendwie nachvollziehen können und eben so schildern, dass man sie auch nachvollziehen kann. Also ich will da jetzt nicht 100%, es gibt auch andere Romane, also Der Untertan von Heinrich Mann ist ein Roman, der aus reinem Hass heraus geschrieben wurde und absolut grandios ist, aber es wäre nicht die Art von Roman, die ich geschrieben haben möchte. Jetzt ist Lichtspiel ein Roman, aber es ist ein historischer Roman, aber es ist ein Roman, der darauf besteht, in weiten Teilen fiktional zu sein. Und das hat bei den Kritikern auch ein bisschen für Verständnisschwierigkeiten gesorgt, weil viele gesagt haben, naja, manches ist historisch belegt, anderes ist aber sehr verfremdet oder sehr frei erfunden. Machen Sie sich's dann nicht so leicht, weil Sie sich quasi darauf berufen, es ist Fiktion und gleichzeitig sich die besten Stücke quasi aus der historischen Realität rausnehmen. Gehen Sie um mit dieser Kritik? Ich war eigentlich positiv überrascht davon, dass diese Reaktion sehr selten war und dass es wirklich große Kritiken gab, die eigentlich sehr verständnisvoll, besser als ich es hätte tun können, erklärt haben, warum diese Entscheidungen künstlerisch sinnvoll waren, die ich getroffen habe. Also ich fühle mich da wirklich sogar sehr gut verstanden. Schriftsteller beschweren sich ja immer darüber, missverstanden zu werden. Darüber kann ich mich in dem Fall wirklich nicht beklagen. Ich glaube tatsächlich, dass man da in so einem Grenzbereich sich bewegt, wenn man mit Figuren arbeitet, die es wirklich gegeben hat. Ich habe diese Methode ja schon vorher angewendet. Ich habe das auch in der Vermessung der Welt angewendet. Ich habe es auch in Till angewendet. Allerdings ist es da nicht so wichtig, weil Athanasius Kircher, der eine historische Figur ist, mit dem ich mir große fiktionale Freiheit nehme, den kennt einfach kaum noch jemand.
Ich glaube, ich bin da sehr vom Theater beeinflusst, weil auf der Bühne ist das viel gängiger. Auf der Bühne ist es immer schon so, dass niemand es als besonders problematisch oder überhaupt nur diskutierenswert empfindet, dass Don Carlos, dass der echte Don Carlos überhaupt nicht das Schicksal hatte wie der Don Carlos in Schillers Stück. Um nur ein Beispiel zu nennen, oder dass Shakespeares Richard III. Kaum was, aber eben doch ein bisschen was mit dem historischen Richard III. Zu tun hat. Es ist natürlich auf der Bühne auch klarer, dieser Unterschied zwischen Fiktion und Realität und historische Realität ist auf der Bühne klarer, weil man eben da Schauspieler stehen hat, weil es jedem klar ist, dass der Schauspieler, der Don Carlos spielt, nicht der Infant von Spanien ist. Aber ich nehme tatsächlich in Anspruch, im Roman die gleiche Methode anzuwenden. Also meine Figuren, wenn ich mit historischen Figuren erfindend arbeite, sie müssen schon einiges oder sogar sehr viel zu tun haben mit den historischen Figuren, sonst wäre es unnötig, ihre Namen zu verwenden. Aber es wäre unsinnig, ihre Namen zu verwenden. Aber es ist eben auch so, der Roman ist eine fiktionale Form und kann dadurch, dass die Gattung einem erlaubt zu erfinden, kann man eben Dinge klarer herausarbeiten, durch Erfindung das deutlicher machen, was man für die erzählenswerte Wahrheit hält. Das dürfen Historiker nicht, das dürfen Journalisten auch nicht. Das geht gegen den Geist dessen, was sie tun. Und der Roman ist eigentlich eine Form, die unter anderem, nicht nur natürlich, aber unter anderem erfunden wurde, damit man das auch machen darf. Also ich merke, dass das Missverständnisse auslöst. Und zwar gar nicht so sehr bei denen, die dieser Methode kritisch gegenüberstehen, sondern eher bei denen, die gar nicht den Unterschied sehen zwischen Erfindung und zwischen historischem Werk und Roman. Also ich merke, dass die Vermessung der Welt sehr viel an Schulen gelesen wird von Lehrern, die einfach auch den Schülern sagen wollen, so war Alexander von Humboldt, so war sein Leben und so waren seine Reisen. Da kann ich wirklich nur vor warnen. Ich kann aber auch nichts dafür. Ich habe das nie empfohlen als Ersatz für eine Humboldt-Biografie. Gut, in dem Fall beim Herrn Pabst war es ja so, da gibt es nicht wirklich eine große wissenschaftliche Literatur. Der ist so ein bisschen ein Hidden Gem, also ein verstecktes Juwel. Jetzt vielleicht ist Ihr Buch anders, dass es sieht so auch eine historische Aufarbeitung es sieht zu seiner so aus, Biografie ob, geben wird. Es sieht so aus und deswegen habe ich auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen in dieser Hinsicht, weil es sieht so aus, von dem, was ich jetzt so höre oder mitbekomme, dass dieser Roman eben auch sehr stark zu einer Aufarbeitung der historischen, der tatsächlich sehr verschwommen, überhaupt nur verschwommen bekannten Umstände um G.W. Pabst, nicht nur den Teil seines Lebens, der in meinem Roman eine Rolle spielt, sondern überhaupt seines ganzen Werkes führen wird. Also es gibt jetzt schon Gespräche über eine Biografie und es sind jetzt schon im Verlauf durch den Roman sind mehrere Artikel erschienen über gewisse historische Aspekte im Schaffen von Pabst. Also insofern, wenn ein Roman das Glück hat, was ja in diesem Fall geschieht offenbar, viel Öffentlichkeit zu finden, dann bringt er die Klärung der historischen Fakten eben mit sich. Also es ist eine ganze Menge von Humboldt-Biografien erschienen, seitdem die Vermessung der Welt erschien. Und nicht alle von denen, um es vorsichtig zu sagen, wären überhaupt geschrieben worden, wenn die Vermessung der Welt nicht so ein Erfolg gewesen wäre. Aber eine Begegnung mit Goebbels und zwischen Pabst und Goebbels gab es, so viel wir wissen, in der Form nicht. Ist eine Frage, an der ich vielleicht auch so ein bisschen erklären kann, wie ich gearbeitet habe. Wir wissen nichts von so einer Begegnung. In den Tagebüchern von Goebbels kommt Pabst auch nicht vor. Aber wenn man, erstens, man weiß, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt eine sehr, sehr umfangreiche Studie von Felix Möller, der heißt der Filmminister, über Goebbels als Filmproduzenten sozusagen, über sein ganz konkretes Micromanaging der verstaatlichten Filmindustrie in Deutschland.
Und wenn man in die, ins Bundesarchiv geht, nach Berlin, und sich da ausheben lässt, die Gestapo-Akten über Pabst, und das ist ein umfangreicher Aktenvorgang, weil so einfach, also das erzeugt schon viel Bürokratie. Ein weltberühmter Emigrant, der plötzlich wieder im Dritten Reich ist und dort arbeitet, dann muss die Bürokratie des Dritten Reichs auch erstmal klären, wie gehen wir damit um. Weil man kann ja nicht einfach Filme drehen, wenn man nicht in der, wenn man zum Beispiel nicht in der Reichsfilmkammer ist. Aber so einfach kann ein Emigrant nicht in die Reichsfilmkammer eintreten. Das muss wiederum ermöglicht werden. Das wird ermöglicht, indem er erst in die Reichsschrifttumskammer eintritt. Das muss aber auch genehmigt werden aus Berlin. Gleichzeitig gehen, das habe ich die Akten vor mir gehabt, gehen von der ganzen Nachbarschaft Denunziationen ein. Freundliche Nachbarn, die in der Nähe des Anwesens wohnen, der Familie Pabst wohnen, schreiben an die Gestapo und sagen, da ist dieser Kommunist wieder da, das geht doch nicht, da muss man doch was machen. Das geht den Amtsweg, von erst nach Graz und dann von Graz nach Berlin. Und dann kann man immer sehen, diese von irgendwelchen anonymen, also anonym sind sie nicht, aber von irgendwelchen vergessenen Beamten gezeichneten Antworten, wo steht, das ist schon in Ordnung, der Mann ist in Ruhe zu lassen. Es gibt einen Brief, in dem ausdrücklich steht, der darf auch nicht als Emigrant angesprochen werden, weil das ja ein Makel war aus der Sicht des Dritten Reiches. Und also da würde ich mir herausnehmen, ob es die Begegnung nun gab oder nicht, ist nicht zu klären. Es gab ähnliche Begegnungen. Goebbels hat gerne Leute vorgeladen und mit ihnen Katz und Maus gespielt. Also da gibt es viele Fälle, aber in diesem ist das nicht überliefert. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist es relativ sicher anzunehmen, wenn so eine Schutzglocke offenbar um jemanden bestand, dass wirklich die Denunziationen abprallen, dass er auch Arbeitserlaubnis bekommt, dass er dann in den Kammern aufgenommen wird und so weiter. Das geht nicht ohne Genehmigung von ganz oben. Und das sagt tatsächlich auch Zuckmayer schon, der eben sehr gut das Dritte Reich verstanden hat, auch von außen, und sagt tatsächlich, daher habe ich diesen Begriff Canossa genommen, den Goebbels bei mir zweimal verwendet, Zuckmayer sagt ganz klar, das geht nicht ohne Goebbels und es geht nicht ohne Canossa. Deswegen habe ich das übernommen. Was wäre denn Ihre Frage an die Historiker, Historikerinnen, die jetzt vielleicht tatsächlich noch tiefer in die Archive graben oder neue Quellen finden? Also gibt es so eine Frage, die Sie gern geklärt hätten? Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage, die ich tatsächlich gerne geklärt hätte, ist eine, die Historiker gar nicht klären können. Nämlich, es gibt ja eine ganze Nebenhandlung meines Romans, eine Hauptfigur ist ja Papsts Sohn, dem habe ich extra einen anderen Namen gegeben, um zu zeigen, also zeigen, dass das bei mir eine fiktionale Figur ist, aber sein Sohn kam tatsächlich mit, also er nahm seinen im Teenageralter befindlichen Sohn aus Los Angeles mit nach Europa und ins Dritte Reich, und der Sohn ging dann auch ins Internat nach Salem. Und es gibt dann eben, wie man sich das auch vorstellen kann, von einem Halbwüchsigen, der diese ganze Propagandamaschinerie ausgesetzt ist, gibt es relativ regimekonforme, begeisterte Briefe nach Hause. Die habe ich eben auch im Nachlass der Familie gesehen, in der Deutschen Kinemathek. Ich hätte gerne gewusst, wie Papst sich gefühlt hat, diesem Umstand gegenüber, dass er seinen Sohn, der auf eine Schule in Los Angeles gegangen ist, ein freies Kind, geistig freies Kind mit allen Möglichkeiten vor sich, in eine Schule im Dritten Reich gebracht hat. Man kann es nicht anders formulieren. Und das ist auch wirklich die klare Schuld für mich, viel mehr als alles andere. Das ist eine klare, echte, simple menschliche Schuld. Und ich hätte gerne gewusst, ob er das so gesehen hat. Aber das wird kein Historiker beantworten also können. Also die Vaterrolle sozusagen oder die Verantwortung als Vater. Also das spielt eine große Rolle in meinem Roman. Und da würde ich tatsächlich auch gerne eine Zeitmaschine nehmen und ihn danach fragen. Aber er würde sich diese Frage wahrscheinlich verbieten. Aber ich weiß es nicht. Also das würde ich gerne wissen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, so ein bisschen die Lehre aus der Figur oder aus der Ambivalenz der Figur von Herrn Pabst ist, nicht zurückgehen in Diktaturen. Mhm. Aber ist das wirklich so? Weil sind es nicht vielleicht Leute wie Pabst, die ja dann dort im Kleinen Menschen retten konnten, dafür gesorgt haben, dass vielleicht Filme ins Kino kommen, die zwar nach außen hin brav der Propaganda entsprachen, aber zwischen den Zeilen, wie sie auch tatsächlich so war, durchaus auch ein bisschen subversive Botschaften hatten. Ist das nicht vielleicht auch eine Aufgabe als Intellektueller zu sagen, ich mache das, ich opfere mich auf? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf keine wirklich gute Antwort, weil Sie haben natürlich recht mit der Frage. Ich weiß, das war keine Diktatur in diesem Sinne, aber ich habe die Trump-Jahre in Amerika verbracht. Und ich habe damals eine ganz klare Meinung gehabt, dass jeder, der oder die für diese Administration arbeitet, nicht zu entschuldigen ist. Man hat nichts zu tun mit diesem Weißen Haus, man hat nicht mit Trump sich gemein zu machen, man hat das nicht zu tun. Jetzt im Nachhinein, vor allem im Zuge dieses versuchten Coups, also Trump hat ja wirklich einen Putschversuch, er hat ja wirklich versucht, nicht die Macht abzugeben nach der Wahl, haben wir eben gesehen, wie sehr dann doch einige Leute, die Gott sei Dank in den richtigen Positionen waren, also dafür das Richtige getan haben. Und im Nachhinein ist man froh, dass sie dort waren, wo sie waren. Insofern kann ich diesen Punkt schon verstehen. Aber andererseits, in dem wirklich, das war natürlich nicht mal eine Diktatur, in dem wirklich totalitären Staat, im Sinn von Hannah Arendt, also wie das wirklich, man das in Hitlers Deutschland, in Stalins Russland oder in Nordkorea von Pol Pot hat oder so, da ist die absolute Verdrehung aller moralischen Möglichkeiten, aller moralischen Grundsätze. Also Hannah Arendt sagt eben, der totalitäre Staat zeichnet sich auch dadurch aus, alles was gut ist, ist falsch, ist böse im totalitären Staat, ist abgelehnt. Alles, was man mit einem normalen, freien moralischen Empfinden als falsch empfindet, ist gefordert. Alles, was man als gefordert empfindet, moralisch, ist verboten. Ich glaube, das ist keine Übertreibung. Und letztlich zeichnet sich dieser Staat dadurch aus, dass man da kaum noch was machen kann, dass es wirklich besser ist, man ist nicht da, man bleibt weg. Oder man ist eben da, kann ein paar Dinge verbessern, aber macht sich eben tatsächlich auch tief schuldig. Und dann ist es vielleicht doch besser, man ist nicht da. Also ich bin ein großer Anhänger der Idee, wegzugehen, wenn die Dinge danach sind. Ich würde jetzt gerne quasi einen Sprung, auch einen zeitlichen machen, in die Nachkriegszeit, weil auch der Roman zieht ja die Geschichte ihres Protagonisten weiter und man kriegt ja dann auch so ein bisschen mit, wie es ihm nach der Nazizeit geht, ja, wo er eben auch von vielen ein bisschen links liegen gelassen wird, weil er eben sich eigentlich beschmutzt hat oder schuldig gemacht hat. Sie haben damit auch eigentlich, also mit Lichtspiel ja auch einen Österreich-Nachkriegsroman ein bisschen auch geschrieben. Ja, das stimmt. Sogar Heinz Konrads kommt vor. Warum eigentlich erst jetzt? Oder ist das die falsche Frage? Wird man, weil man immer als österreichischer oder mit österreichischen Wurzeln gefragt wird, wo ist denn dein Österreich-Zeitgeschichte-Roman? Nein, die Frage, warum erst jetzt, ist eigentlich richtig, finde ich. Ich glaube, ich konnte das erst, ich habe jetzt wirklich viel Distanz bekommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe eine ganze Weile in Amerika gelebt. Ich lebe jetzt in Berlin. Ich glaube, ich hätte vorher nicht die Distanz gehabt, also die man eben auch braucht, um über etwas zu schreiben. Ich musste dafür vielleicht wirklich bereit sein. Ich hätte vorher das Gefühl gehabt, Österreich ist mir in gewisser Weise so sehr auf alltägliche Weise nahe, dass ich es nicht wirklich literarisieren kann, sozusagen. Und jetzt mit diesem Stoff, ich glaube ja eben auch sehr daran, dass unterschiedliche Stoffe helfen einem ja, seine Möglichkeiten auszuweiten literarisch. Also Till zum Beispiel, mein letzter Roman, da war es für mich klar, der Anfang muss in einem Dorf spielen, aber gleichzeitig habe ich überhaupt keinen Bezug gehabt zum Leben im Dorf. Also ich hätte normalerweise nie über ein Dorf geschrieben, aber es war einfach notwendig. Und es ist, glaube ich, vielleicht das stärkste Kapitel des Buches. Ich musste mich da wirklich hineinversetzen und das war mühsam, aber mühsam ist ja ganz gut in der künstlerischen Arbeit. Und hier war es tatsächlich so, der Stoff hat mich gezwungen, mich mit Österreich zu beschäftigen und es war, glaube ich, der richtige Moment für mich. Der Stoff hat Sie gezwungen, sich mit Österreich zu beschäftigen, auch mit diesen, wie Sie es, glaube ich, auch nennen, bleiernden 1950er Jahren. Die haben Sie auch in Ihrer Poetikvorlesung sehr, sehr gut beschrieben.
Und es kommt auch ihre Familiengeschichte, spielt da mit rein. Also ihr Vater Michael war Regisseur, er war dann am Ende seiner Karriere Leiter der Fernsehspielabteilung im ORF, das war dann so in den 80er Jahren in Österreich. Ihr Opa väterlicherseits war Schriftsteller, in der Generation getaufte Juden. Fühlen Sie sich eigentlich jüdisch? Ich weiß gar nicht mal sicher, was das heißt, sich jüdisch fühlen. Also religiös, nein, weil ich in keiner Weise jüdisch religiös sozialisiert wurde. Was ich aber doch merke, ist, dass mir die jüdische Geschichte eben besonders im 20. Jahrhundert besonders nahe ist. Also die ganze nicht nur Holocaust und Drittes Reich und Exil, sondern eben auch diese große verschwundene Welt des jüdischen intellektuellen Bürgertums vorher, die ja in Mitteleuropa verschwunden ist, ausgelöscht wurde, ist mir dann doch auf eine Weise nahe, die nicht bloß durch Lektüre in Geschichtsbüchern oder Romanen gespeist ist. Also ich bin nicht sicher, ob man dazu sagen kann, jüdisch. Aber ja, jüdisch fühlen eben womöglich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge heißen kann. Also ich habe eben jetzt gerade zusammen mit David Schalko eine Serie geschrieben über Franz Kafka. Und die nächstes Jahr zu sehen sein wird. Und ich habe schon gemerkt, wie nah ich mich dieser Welt fühle. Das beantwortet vielleicht die Frage ein bisschen. Hat der New York oder Aufenthalt in den USA eine Rolle gespielt? Wo ja das Jüdischsein ganz anders verstanden oder anders verstanden wird als vielleicht in Wien oder Berlin? Also ja, weil es einfach viel mehr im Alltag verankert ist. Man trifft viel mehr Juden, man trifft viel mehr Menschen, für die das ganz selbstverständlich ein Teil ihres Wesens ist. Gleichzeitig ist es interessant, dass diese Welt, von der ich gerade sprach, des assimilierten jüdischen Bürgertums, dass das den Amerikanern, auch den intellektuellen Amerikanern, sehr schwer verständlich ist. Also wenn ich erzähle, dass meine Großeltern, beide noch im 19. Jahrhundert geboren, dass die sich als Erwachsene haben taufen lassen, dann denken Amerikaner immer, dass die müssen ja sehr religiös gewesen sein. Also als wäre das eine religiöse Konversion gewesen. Aber das haben alle gemacht, also ganz viele. Das war sozusagen der ganz normale bürgerliche Assimilationsprozess sozusagen. Und das kann man Amerikanern sehr schwer erklären, weil das wiederum ihnen sehr fremd ist. Also man kann nicht so einfach sagen, diese Welt der jüdischen Intellektualität hat sich in gewisser Weise natürlich in Amerika fortgesetzt und man findet dort ihre Ausläufer, wenn überhaupt, dann findet man sie in New York. Aber es ist dann doch vieles fremd und erklärungsbedürftig geworden. Findet man sie in Wien und in Berlin? Ja, aber eben wirklich weniger als in New York. Also es ist eben dann doch so, die wenigsten Emigranten sind zurückgekommen. Und ich meine, wir wissen das ja alle. Sie wurden nicht willkommen geheißen, sie wurden nicht eingeladen. Es gibt einen herzzerreißenden Brief des großen Schriftstellers Leo Perutz, der eben herzzerreißend ist, weil er so kühl ist, der in den 50er Jahren zurückkommt und durch Wien geht und mit den Leuten spricht, also mit Intellektuellen und Schriftstellern und sagt, wie froh alles ihm vorkommen, dass Leute wie er und Musil und Broch jetzt nicht mehr hier sind. Also man ist unter sich. Und also das hat schon eine große Rolle gespielt. Also ich denke, ich denke, dass man das tatsächlich mehr drüben findet als hier. Wenn man in Ihrem Buch quasi über diese Zeit liest, dann spürt man auch ganz stark dieses muffige Österreich, wo man sich halt noch sehr stark in diesen Jahrzehnten als Opfer gesehen hat und die Täterrolle, die war noch ziemlich im Hintergrund. Sie haben ja selber dann in Wien ab 1981 gelebt, 1986, die berühmte Waldheim-Affäre hat quasi unseren Blick auf die österreichische Vergangenheit komplett gedreht. Seitdem sehen wir uns auch stärker als Täter und nicht nur als Opfer. Also völlig richtig,
ich meine, ich war ein Kind, aber in meinem Elternhaus hat es der Waldheim-Affäre nicht bedurft sozusagen. Mhm. Mein Vater war ja selber im Konzentrationslager noch gewesen als 17-Jähriger. Also für uns, für mein Elternhaus, war die Waldheim-Affäre jetzt nicht irgendwie die Erweckung. Aber wie war's, völlig richtig gesagt. Wie war es für Sie als Jugendlicher sozusagen mit dem Hintergrund aus Ihrer Familie in der Schule, quasi im Umgang mit den anderen? Sich auseinanderzusetzen? Ich kann da nicht irgendwie von drastischen Auseinandersetzungen berichten. Also ich habe weder irgendeinen Antisemitismus erlebt, noch persönlich erlebt, noch ich kann mich nicht erinnern, ich war vielleicht auch eine Spur, oder wir alle waren in meiner Schulklasse gerade eine Spur zu jung dafür, als dass uns das wirklich zutiefst interessiert hätte. Also ich kann mich da leider nicht an irgendwelche Waldheim-bezogenen Auseinandersetzungen erinnern. Aber wenn wir jetzt uns die Debatte anschauen zum Nahostkrieg, mhm. Spielt das jetzt noch mit hinein? Unsere Vorgeschichte? Wie meinen Sie, in unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung? Also vor allem im deutschsprachigen Raum, weil das wird jetzt vielfach diskutiert, dass unser Blick, also der deutschsprachige Blick auf den Konflikt doch ein anderer ist als es im globalen Süden sowieso, aber auch im italienischen oder französischen, auch zum Teil im israelischen oder im amerikanischen kritischen. Ja, Medien ich ist. Denke, dass man das, also ich glaube, das ist in Österreich vielleicht weniger der Fall, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich eben in der letzten Zeit zu wenig in Österreich war. In Deutschland ist das sicher der Fall. Also in Deutschland ist es eben tatsächlich so, habe ich das Gefühl, dass es eben nicht nur, es ist klar, dass das, was die Hamas da getan hat, dieses wirklich unerträgliche Massaker, also das so entsetzlich ist, dass je mehr Details man, und man kann ja inzwischen sehr viel an Details erfahren, je mehr Details man erfährt, desto unerträglicher wird es, dass das eben für Menschen mit jüdischer Familiengeschichte eine Art Retraumatisierung auch auslöst. Wir wissen ja inzwischen, dass Traumata sich in folgende Generationen übertragen können. Darüber gibt es eine sehr umfangreiche psychologische Literatur. Und was aber, glaube ich, auch geschieht und was wir auch sehen, ist, dass es eben tatsächlich auch ein Tätertrauma gibt. Das, was eben so faszinierend ist an dieser frühen Nachkriegszeit, dass man all diese Menschen hat, die wirklich unvorstellbare Grausamkeiten begangen haben und dann nach Hause kommen und ein ganz normales bürgerliches Leben weiterführen. Und auch dieses Trauma bleibt irgendwo. Das Trauma, Verbrechen begangen zu haben, furchtbare Dinge getan zu haben und dann nicht mehr darüber sprechen zu wollen und das einfach beiseite zu schieben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland diese Diskussion in einer Weise auch aufgeheizt und überhitzt ist, weil eben auch dieses Tätertrauma sich in nachfolgenden Generationen auswirkt. Weil Menschen das Gefühl, also so aufgeregt reagieren, wenn man zum Beispiel sagt, dass natürlich auch Israel sich an das internationale Recht halten sollte und müsste, wie sie das in anderen Ländern eben nicht tun. Und diese extreme Überhitztheit ist aus naheliegenden historischen Gründen in Deutschland eben gegeben und in zum Beispiel in Amerika nicht in dieser Weise. Also quasi als Überkompensation des Tätertraumas. Also oder? Ich in gewisser Weise ja, oder vielleicht ist Überkompensation ein bisschen zu stark gesagt, aber zumindest als innere Reaktion darauf. Man hat dann teilweise in Deutschland das Gefühl, die Leute schreien sich an, publizistisch, und beschäftigen sich in Wahrheit gar nicht mehr wirklich mit der Realität in Israel und in Gaza, sondern damit, was irgendjemand anderer jetzt irgendwo geschrieben hat. Es wird alles zu einem merkwürdigen, aufgeregt papierenden Feuilleton-Debatte. Und das ist also wirklich, ich finde, das ist wirklich das Beste, man hält sich davon fern. Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen, weil ich habe Sie ja auch als quasi Public Intellectual
Ja, das habe ich ja nie angestrebt, Public Intellectual. Das heißt. Ja, aber das ist, also wenn man sich in ihre, also wenn man sich ein bisschen einhört und einliest, dann ist das etwas, was einem sehr bald begegnet. Also dass sie einfach diskursfreudig sind und einer der Autoren sind, die, ja, die sich zu Wort melden oder die halt auch was sagen, wenn man sie fragt. Deswegen eben meine Frage, weil sie gemeint haben, aber am besten mischt man sich gar nicht mehr ein. Eben, wie geht sie jetzt mit dieser Situation um? Zieht man sich zurück? Wartet man, bis sich ein bisschen das alles lichtet? Also ich meine, man muss sich ja nicht zurückziehen. Es ist ja kein Rückzug, wenn man keinen großen Leitartikel oder Think Piece oder so Artikel darüber schreibt. Das würde ich jetzt noch nicht Rückzug nennen. Wie viele Angebote haben Sie abgelehnt? Ich habe einige Angebote abgelehnt. Aber es ist gar nicht so wild. Also ich bin ja jetzt mit meinem Buch hier auf Lesereise und werde gar nicht so oft dazu gefragt. Aber wenn ich gefragt werde, es ist auch nicht so, als ob ich dann sagen würde, darüber spreche ich nicht. Das fände ich jetzt auch ein bisschen neurotisch sozusagen. Aber ich werde keinen großen Text darüber schreiben, bis auf Weiteres. Zumindest. Und wie oft werden Sie gefragt mit der Referenz auf quasi die jüdischen Wurzeln in Ihrer Familie? Oft. Das ist wirklich interessant. Also ist das ein Bekenntnisdruck? Oder? Ja, es ist ein Bekenntnisdruck und es wird eben auch automatisch erwartet, dass man dadurch, weil man diese jüdische Familiengeschichte hat, dass man das sehr pro-israelisch, also pro-israelisch jetzt, was die Antwort, die militärische Antwort Israels im Gazastreifen angeht, dass man da sehr auf der Seite Israels ist, was tatsächlich von einer sozusagen so einer gewissen psychischen Grundverfassung her auch nicht falsch ist. Aber das ist eben das Wesen von, so funktioniert ja letztlich Identitätspolitik, dass jeder sich einer gewissen Seite zuordnet und diese Zuordnung bestimmt dann die Antworten. Aber dafür bin ich dann, glaube ich, doch zu sehr Kantianer. Ich habe gerade mit Omri Böhm ein Gesprächsbuch gemacht, das in einem Monat herauskommt, über Kant, dass ich finde, Antworten auf wichtige intellektuelle Fragen dürfen nicht vorgegeben werden durch die eigene Identität, sondern die müssen vorgegeben sein durch Denken. Denken schadet nie. Ja. Voraussetzung dafür ist, dass man sich informiert. Ihre Schriftstellerkollegin Eva Menasse hat zuletzt einen Essay veröffentlicht und auch in vielen Interviews gesagt, dass sie gerade jetzt, also auch mit ihrer Familiengeschichte und diesem Jüdischsein, die digitalen Kanäle eigentlich komplett abgeschaltet hat und sich quasi so einen Zirkel an Gleichgesinnten aufgebaut hat, um sich quasi safe und sound zu halten in einer Situation wie derzeit. Wie halten Sie das denn? Also wie informieren Sie sich in Zeiten wie diesen? Also ich glaube tatsächlich, dass wir in Zeiten leben, wo die Medien eigentlich extrem gut funktionieren. Also das, was ihnen immer vorgeworfen wird, Legacy Media, ich habe ja die Trump-Jahre in Amerika erlebt, wo das dann heißt, the Legacy Media, the Mainstream Media und so weiter. Washington Post und New York Times haben wirklich vorbildlich gut gearbeitet. Es gab eine Zeit, als Trump Präsident war und die Republikaner beide Häuser des Parlaments innehatten, wo wirklich in gewisser Weise die Medien die einzige Opposition waren. Opposition in der Hinsicht, dass sie eben wirklich Wahrheit und Vernunft aufrechtgehalten haben. Ich finde tatsächlich, es ist nicht so schwer, sich zu informieren. Die Gefahr ist, dass so viele Leute einfach lieber YouTube-Videos anschauen. Es ist speziell YouTube, da komme ich immer wieder drauf zurück. Weil nicht so sehr TikTok? Es ist vielleicht jetzt auch TikTok, ja, das stimmt. Das habe ich ja gerade im Falter gelesen, auch sehr überzeugend. Das stimmt. Und Sie haben einen Sohn, der ins Alter kommt, ja, wo TikTok ein Thema ist. Ja, aber der ist mehr bei YouTube. Noch bei YouTube. Okay, ja. Na, TikTok kommt, ich weiß es aus Erfahrung. Gut, also er ist noch bei YouTube. Aber ich finde grundsätzlich, das Problem ist, dass eben Menschen nicht mehr bereit sind, sich zu informieren, dort, wo man das kann. Aber im Grunde leisten nicht alle, natürlich, es gibt auch ganz, ganz furchtbare Medien und entstellende Lügenmedien, aber die,
die ihren Job gut machen, machen ihn wirklich sehr gut. Und ich möchte wirklich auch sagen, dass ich den Falter da dazu zähle. Also ich bin wirklich... Das freut uns. Als jemand, der im Ausland lebt, bin ich wirklich richtig dankbar und begeistert für die Arbeit, die der Falter im politischen Bereich, politischen Berichterstattung und Kommentar macht. Aber Sie werden sich jetzt nicht nur im Falter informieren? Nein, nicht nur im Falter, nein. Also ich tatsächlich, also nein. Also klassische Medien, ja, Vermeidung von sozialen Medien. Ja, also aber das fiel mir nicht schwer, weil ich war nie aktiv in den sozialen Medien. Ich war nie aktiv auf Twitter. Ich hatte nie ein Facebook-Profil. Ich hatte immer das Gefühl, das würde mich zu viel Zeit wegnehmen, bei Facebook zum Beispiel. Bei Twitter hatte ich das Gefühl, wenn man als Schriftsteller anfängt mit Twitter, dann muss man es wirklich ernst nehmen. Dann muss man es zum Teil seines eigenen Werkes machen. Man muss sich dann wirklich damit beschäftigen, dass das echt Hand und Fuß hat und man nicht einfach so vor sich hin irgendwelche ungereimten Gedanken twittert. Da dachte ich auch, das ist mir zu viel Arbeit. Aber es ist auch vielleicht auch um der Konzentration und der geistigen Hygiene willen. Also ich musste mir das nie abgewöhnen, weil ich es mir nie angewöhnt habe. Okay. Vielleicht kommen wir zum dritten und letzten Teil unseres Gespräches. Noch einmal zurück zur Rolle des öffentlichen Intellektuellen. Ich sage das jetzt einfach mal so, am Vorabend einer möglichen autoritären Wende in Österreich, Stichwort Volkskanzler. Was tun? Offene Briefe schreiben? Sie haben einen in Deutschland unterzeichnet? Ich habe einen unterzeichnet, der mit der Frage zu tun hatte, soll man die Ukraine bewaffnen? Und ich habe gesagt, ja, das war wie viele, die den unterzeichnet haben, war dieser offene Brief eine Reaktion darauf, dass es einen offenen Brief gegen die Bewaffnung der Ukraine gab, gegen die Unterstützung der Ukraine. Und wir waren uns alle, oder die meisten von uns waren uns bewusst, dass es ein bisschen albern aussieht, widersprechende offene Briefe. Aber in dem Fall hatten wir das Gefühl, es ist einfach notwendig zu zeigen, es gibt auch die andere Meinung und sie ist auch sehr verbreitet unter sogenannten Intellektuellen. Ja, was soll man tun? Ich weiß es auch nicht, natürlich, so wenig wie irgendjemand. Ich bin ratlos. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man auf der Freiheit der Rede und der Freiheit, sich zu äußern, weiterhin pocht. Ich war heute bei dem Prozess, der Florian Schäuber gerade gemacht wird, wegen einer meiner Meinung nach vollkommen harmlosen Standardkolumne. Eine satirische Kolumne? Eine satirische Kolumne, ja, die aber nicht überzogene Satire ist, sondern einfach milde Kritik an der Arbeit der österreichischen Polizei. Lange vor dem Ibiza-Video schickte jener Leibwächter von Strache seinen Anwalt zur Polizei. Der Anwalt hat einiges vorgelegt an Belegen für gesetzeswidriges Verhalten und die Polizei, also der Herr Holzer, der jetzt Nebenkläger auftritt und der von Florian Schäuber kritisiert wurde, hat nicht ermittelt. Und ich war heute bei der Verhandlung und war wirklich vollkommen verblüfft, was man sich da anhören konnte. Also ich glaube, das darf man ja erzählen, eine Verhandlung ist ja öffentlich. Also die Richterin fragte dann tatsächlich, sagte dann, na, was soll er denn tun? Weil es wurde der Name des Drogenhändlers tatsächlich der Polizei übergeben und wo er wohnt. Und sie sagt, sie hob noch satirisch die Hände und sagte, soll er da vielleicht hingehen und sagen, sind Sie der Drogenhändler, der dem Herrn Vizekanzler Drogen verkauft? So als wäre das so eine irre Idee. Und man saß da und dachte sich, ja, so funktioniert Polizeiarbeit. Beim Tatort ist das ja, so, oder? Im Tatort ist das so. Da geht die Polizei dann dahin und sagt, sind Sie der... Aber man merkt plötzlich, und darum erzähle ich das, man merkt, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zu einem Urteil kommt, also zu einer Verurteilung, zumindest in dieser Instanz, und man merkt, wie plötzlich sich so Kräfte zusammenschließen, die jetzt schon sich ziemlich gut darauf geeinigt haben oder darauf verstehen, dass
ja, dass sowas eine absurde Idee ist. Das ist der Vizekanzler, da kann man doch nicht irgendeiner Anzeige nachgehen, so einfach. Und das ist jetzt noch vor der, Machtübernahme des Volkskanzlers. Also das ist eben auch etwas, was einen dann wirklich erschreckt, wenn man sich mit der Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt, wie schnell die Bastionen fallen. Und zwar Götz Ali bringt zum Beispiel ein hochinteressantes Beispiel in seinem Buch Hitlers Volksstaat. Die Nazis haben ja sofort, als sie an die Macht kamen, haben sie den Juden eine Vermögenssteuer auferlegt. 20% des Vermögens wurden den Juden sofort abgenommen, als Strafe dafür, dass sie Juden waren. Es gab keinerlei Umbesetzungen oder Umwälzungen in den Finanzämtern. Mit anderen Worten, das gesamte Finanzadministrationssystem hat das sofort gemacht. Es hat niemand gekündigt, es hat niemand gesagt, das machen wir nicht, es hat niemand versucht. Das wurde einfach angeordnet und wurde gemacht. Und aus Wissen, was nachher passiert ist, sieht das wie ein ganz kleiner Schritt, wie eine kleinere Sache aus. Naja, 20%, aber es ist natürlich eine riesige Sache. Und es gab überhaupt keinen Widerstand. Und diese Dinge muss man sich einfach vorhalten, dass die Leute schon sehr, sehr bereit sind, sich selber auf Linie einzuordnen, lange bevor es überhaupt gefährlich ist, das nicht zu tun. Und das ist wirklich eine furchtbare Sache. Vielleicht hat es auch so gut funktioniert, weil ja gerade die Nazis perfekt darin waren, Unrecht in Recht zu kleiden. Also es hatte ja alles irgendeinen Paragraphen, genau, den man brav als Beamter dann abarbeiten, genau, durfte. Genau, ja, genau. Ja, das ist eben, was Hannah Arendt so schön sagt. Der totalitäre Staat ist eben die wirkliche, ist eben nicht einfach der autoritäre Staat, obwohl der schlimm genug ist, sondern es ist wirklich der Staat, wo alles umgedreht ist, wo also das Unrecht gekleidet ist in absolute Rechtlichkeit, in den Mantel des absoluten Rechtlichen. Und natürlich umgekehrt, das, was normalerweise Recht wäre, ist einfach ein Rechtsverstoß. Also davon sind wir noch weit entfernt. Also diese ungeheure maximale Zugriff, den der totalitäre Staat leisten kann, das wird selbst Volkskanzler Kickl nicht so schnell schaffen. Aber sozusagen vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, aber das glaube ich schon, aber der autoritäre Staat und der Verfall demokratischer Normen, das geht ganz schnell. In der Demokratiewissenschaft gibt es den Begriff der Vetospieler, also quasi Instanzen, die solche autoritären Wenden aufhalten können, weil die kommen eben so schleichend, ja. Die kommen ja nicht irgendwie mit Schnürstiefeln und Glatze daher. Ein Vetospieler ist die Justiz. Mhm. Da haben Sie vorher erzählt, da sind Sie ein bisschen unsicher geworden, nachdem Sie bei diesem Prozess waren heute. Mhm. Ein anderer sind sicher die Medien und da vermute ich einmal die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Wie sehen Sie da die Situation in Österreich? Da kann ich zu wenig sagen, weil ich ja hier nicht lebe zurzeit. Aber also ich kann zu wenig, ich meine, in Österreich gibt es ja tatsächlich in meiner Jugend war der ORF diese absolute Instanz und alle sahen jeden Tag die Zeit im Bild und das war sozusagen die gemeinschaftliche Information, über die man verfügte. Das ist sicher nicht mehr so, aber es wäre schon so, dass, glaube ich, das hat ja auch kurz versucht und wurde dann durch Ibiza unterbrochen in dieser Bemühung, also dass es schon sehr darum ging, den ORF auf Linie zu bringen. Etwas, was ich habe einige sehr gute Freunde in Ungarn, wo das ja wirklich hundertprozentig geschehen ist. Es gibt einen erfreulichen Unterschied, der mir auch noch Hoffnung lässt zwischen Österreich und Ungarn. Und der ist etwas, was einige jetzt hier vielleicht überraschen wird als Information. Das ist ein Scherz. Österreich hat die gleiche Sprache wie Deutschland. Das heißt, selbst wenn der ORF vollkommen auf Linie gebracht wird und selbst wenn, wie in Ungarn,
die Medien gekauft, selbst wenn der Falter von, was ich wirklich nicht hoffe, von irgendwelchen schrecklichen Milliardären gekauft und wird und nachher Benko nur noch... ist jetzt mal aus dem Spiel. Ja. Und nachher nur noch Werbung für den Volkskanzler oder für Strick für, oder Strickrezepte bringt oder so. Nichts selbst, gegen Strickrezepte. Nein, nein, nicht. Aber selbst wenn das Schlimmste passiert hier, in Ungarn ist wirklich das Problem, dass die Menschen Medien im Ausland nicht verstehen können. Das heißt, sie haben wirklich nicht Zugang zu einer anderen Information, zu anderen Informationsquellen. Das kann hier nicht geschehen, weil tatsächlich nebenan ist dieses große Land mit vielen gut funktionierenden Medien und das ist tatsächlich den Menschen sprachlich zugänglich, auch wenn die Sprache manchmal seltsam klingen mag. Vielleicht auch im Umgekehrten, weil also ich wüsste jetzt nicht, wie viele zum Beispiel österreichische Journalisten so gut Ungarisch sprechen, dass sie genau verfolgen können, was dort passiert. Genau. Wohingegen jeder deutsche Journalist schaut ziemlich genau nach Österreich, richtig, weil viele glauben ja, dass wir also so ein bisschen das Versuchslabor sind für deutsche Entwicklungen. Ja, richtig. Und im Augenblick für Weltentwicklungen. Also wir haben diese merkwürdige Situation gerade, dass in Österreich gespiegelt das passiert, was in Amerika gerade passiert. Man dachte, man ist den Albtraum losgeworden und plötzlich kommt er genau zur gleichen Zeit in noch viel schrecklicherer Weise zurück. Also man hat Trump als Wiedergänger seiner selbst sozusagen, der eine gute Chance hat, die Wahl zu gewinnen, und man hat Strache nur in einer 100-mal schlimmeren Version. Als Kickl meine ich, der plötzlich auf die absurdeste Art tatsächlich die Wahl gewinnen könnte. Also es ist eine ganz merkwürdige Spiegelung, dass Österreich und Amerika im Kleinen und im ganz Großen gerade in so einer vergleichbaren Situation sind. Wir sind ja fast gleich alt und insofern sind wir, nachdem wir auch beide in Österreich aufgewachsen sind, so ein bisschen Kinder der Großen Koalition auch noch. Mhm. Absolut. Ist die vielleicht eine Antwort auf diese Herausforderung? Also, oder gehören Sie auch zu denen, die sagen, Mappetetten, zurück, also nur, alles nur nicht das, nur nicht zurück in die Zeiten der Großen Koalition? Nein, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich würde sagen, alles nur nicht das, muss man sagen, bei der Machtergreifung dieses absolut Entsetzlichen, das Kickls FPÖ ist. Also alles, was das verhindert, hat seine Berechtigung und Richtigkeit. Und wenn das die Große Koalition wäre, dann ist das richtig. Jetzt beamen wir uns auch nochmal zurück in die 80er Jahre, in die späten. Also Waldheim haben wir schon quasi angetippt. Damals gab es ja auch den Republikanischen Club, einen Zusammenschluss von kritischen Intellektuellen. Es gab das Lichtermeer 1993. Also da war ziemlich viel los, dieses andere Österreich von intellektuellen Künstlerinnen und Künstlern getragen. Wo ist denn das heute? Also ich glaube, das wird sich schon, also nochmal, ich wohne oder ja kommt nicht das noch? Hier, ich glaube ja, ich glaube ja. Wissen Sie mehr, als wir wissen? Nein, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich weiß viel weniger, weil ich ja eben, wie gesagt, ich bin ja nicht so oft hier, wie ich gerne hier wäre, aber ich habe nochmal, ich habe gesehen, was in Amerika geschehen ist, als Trump gewonnen hat und Präsident wurde. Ich war auch dabei in Washington bei dem Women's March, wo wirklich Hunderttausende, der hieß Women's March, aber es waren sehr viele Männer dabei, die an seinem ersten Tag als Präsident vor dem Weißen Haus standen, wirklich Hunderttausende. Es war unglaubliche Demonstration einer Gegnerschaft zu diesem beginnenden Regime. Es haben sich dann schon sehr starke Kräfte gesammelt, eben auch in der Kultur. Es gab dann plötzlich Fernsehserien, kann das jedem empfehlen, richtigen Mainstream-Fernsehen wie The Good Fight, wo wirklich in so einer Anwaltsserie, wo es eigentlich immer um Trump ging und um die Republikaner und um die Leute, die was gegen sie zu unternehmen versuchen. Es gab so viel und überall. Es war wirklich auch es gab vor allem auch, nochmal, jetzt komme ich nochmal zu den Satirikern, es gab diese Late-Night-Comedians, die wirklich die Stimme der bösen, lustigen, heiteren Vernunft waren, jede Nacht. Es gab wirklich starke Gegenkräfte überall
Und ich glaube schon, dass wir das hier auch sehen würden. Ob es was nützt, ist eine andere Frage. Aber dass es ganz still und friedlich bleiben würde, kann ich mir nicht vorstellen. Aber können Sie sich vorstellen, dass das quasi auch im Vorfeld schon passiert oder erst dann, wenn das Malheur schon passiert ist? Es sollte, ich weiß es nicht, es sollte schon im Vorfeld passieren. Eigentlich, oder? Weil und ich meine, es sollte tatsächlich, also im Grunde müsste man ganz stark natürlich immer versuchen, die ÖVP anzusprechen. Die, das Schöne ist ja, das Gute ist ja, dass es in Österreich, solange die FPÖ keine absolute Mehrheit hat, braucht sie ja auch immer eine Koalition. Und die kann ja auch zerbrechen, so wie wir es nach Ibiza gesehen haben. Das heißt, so eine Regierung wäre dann immer weniger stabil als eine amerikanische Regierung, wo der Präsident, wenn er einmal gewählt ist, dann gibt es nicht so niemanden, das ihn absetzen kann. Ich habe mal den Wildganspreis bekommen, der von der Industriellen Vereinigung vergeben wird, und habe da eine Rede gehalten, die ich so als Appell an die ÖVP gerichtet habe, ob sie das wirklich ertragen, also das war in der Kurzregierung, unter der Kurzregierung, ob sie wirklich das ertragen möchte, dass sie einen ehemaligen Neonazi, das darf man ja sogar gerichtsmäßig bestätigt, dass man Strache so nennen darf, an die Regierung hält. Und dieser ganze wunderbare Auftritt von mir war dann zum Glück vollkommen unnotwendig, weil 2 Tage später war Ibiza. Aber wer weiß. Aber es macht es nicht überflüssig, tatsächlich ständig alle Arten von Appellen an die ÖVP zu richten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch das nicht ermöglichen wird. Das heißt, Sie verstehen sich auch in Ihrer Rolle als Intellektueller durchaus so, dass Sie sagen, dass... Eigentlich möchte ich nicht jemand sein, der öffentlich darüber redet, wie Regierungen gebildet werden sollten oder nicht. Ich fand sowas immer... sehr, also ich, wie gesagt, ich fand das sehr, ja, 80s, und tatsächlich nach jeder Wahl in Deutschland saß Günter Grass im Fernsehen und sagte, wirklich bis ins kleinste Detail, Bürgermeister in Bremen, wer soll es sein und so weiter. Und ich dachte immer, so sollte man das wirklich nicht machen als Schriftsteller. Und dann war das sehr in Mode, als ich angefangen habe zu schreiben und zu publizieren, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und so, wurde man tatsächlich dauernd als Autor gefragt, als junger Autor, es war so eine Standardfrage an junge Autoren, warum sind Sie nicht politischer, warum äußern Sie sich nicht politisch, warum sagen Sie nichts, warum sind Sie so unpolitisch? Und ich habe damals immer geantwortet, und ich hielt das wirklich eher für so eine, ich habe es schon ernst gemeint, aber ich hielt es mehr für eine, sagen wir, etwas überzogene rhetorische Antwort. Ich habe gesagt, naja, das sollte man machen, wenn die Demokratie in Frage steht, in Gefahr ist. Aber vorher ist das echt nicht die Aufgabe von einem Schriftsteller. Ja, und dann war sie in Gefahr. Also, und als dann tatsächlich ich das Gefühl hatte, dass die Demokratie in Gefahr ist, ich habe dann... Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl? Also in Österreich hatte ich dieses Gefühl unter der Kurz-Strache-Regierung, ja, hatte ich. Und dann war es auch tatsächlich so, ich habe dann eine Rede gehalten, weil ich eingeladen war, wurde die Bruckner-Festspiele zu eröffnen in Linz, und habe dann sehr klar was zu der politischen Situation gesagt und habe das dann eben auch begründet damit, dass ich gesagt habe, man kann jetzt nicht so tun, als wäre nichts. Und solange die Lage so ist, muss man darüber reden. Und dann hatte ich das gesagt, und das heißt, jedes Mal, wenn ich dann in Österreich eingeladen war und die Lage sich nicht verändert hatte, hatte ich ja gesagt, ich muss drüber reden, und dann habe ich es gemacht. Aber ich denke immer noch, dass es nicht die, also ich denke immer noch, dass es die Aufgabe nicht notwendigerweise von Schriftstellern ist, sich politisch zu äußern. Aber es ist eben schon auch wiederum so, wenn man das Glück hat, dass sich Leute für das interessieren, was man denkt, ist ja nicht selbstverständlich, dann, und man wird gefragt, und man wird gefragt zu den Dingen, die einem wirklich wichtig vorkommen, dann sollte man auch nicht verweigern zu sagen, was man sich denkt. Das ist jetzt schon quasi fast meine Abschlussfrage. Die zweite Frage, die Ihnen wahrscheinlich in Deutschland oft gestellt wird, da ist man ja dann gerne in der Rolle des Österreich-Erklärers als Intellektueller. Wie beantworten Sie die? Also diese große Frage, warum ist es in Österreich so, wie es ist? Warum habt ihr diese FPÖ und warum ist die so stark und warum kommt sie da irgendwie nicht raus aus dieser Dauerschleife? Das hat mich tatsächlich sehr lange keiner gefragt. Wirklich? Wirklich?
Und ich bin auch ganz froh drüber, weil ich hätte keine Antwort. Es wundert mich auch. Trotz ihres Romans. Also ich meine, im Grunde kann man die Antwort nur eins weiterschieben, aber dann kommt man zu einem anderen Rätsel, nämlich man kommt dann darauf zu sagen, dass in Österreich eben die Ausländerfeindlichkeit und die Feindschaft gegen Intellektualität und Weltläufigkeit und moderne und urbanes Leben eben doch noch so viel größer ist, dass es völlig egal ist, wer sie vertritt. Es kann sogar jemand sein wie Kickl, er wird immer gewinnen. Er wird immer diese großen Erfolg haben. Aber dann könnte man sofort sagen, warum ist das gerade in Österreich so viel schlimmer? Es gibt vielleicht ein komisches Nord-Süd-Gefälle. Wahrscheinlich ist Österreich nicht viel schlimmer als Bayern. Es ist aber deutlich schlimmer als Bremen, um es nochmal zu erwähnen. aber dann kann man sagen, warum gibt es dieses seltsame Nord-Süd-Gefälle? Und da bin ich auch überfragt. Also gibt es sicher großartige Erklärungen dazu, aber die habe ich jetzt auch nicht zu bieten. Aber es ist schon Berlin oder haben Sie Sehnsucht nach Wien? Ich finde, Wien ist eine fantastische Stadt, um auf Besuch zu sein. Ich weiß noch, als nach langer Abwesenheit in Amerika, als Gerhard Bronner wieder in Wien aufgetreten ist, ich erinnere mich noch gut daran, er hat dieses Lied nie anderswo gesungen, aber er hat einmal als erstes Auftrittslied in Wien, hat er so ein Lied gesungen, wo immer der Refrain war, ich bin wieder daheim mit so einer schönen, mit so einer wirklich so schönen, breiten, freundlichen Musik. Ich bin wieder daheim und dann wechselte die Tonart und er sang zu Besuch. Und da muss ich oft dran denken. Moll. Genau. Also das hat er. Ist wirklich eine wunderbare Stadt, um daheim auf Besuch zu sein. Danke. Gerne. Ich war heute ein bisschen schlampig, weil ich vergessen habe anzukündigen, dass wir Publikumsfragen sehr gerne auch entgegennehmen. Herr Kehlmann hat sich bereit erklärt. Falls es welche gibt und ich bitte um Fragen, also tatsächlich Fragen und um ein Handzeichen, sofern es welche gibt. Da vorne ein Herr. Vielleicht sammeln wir momentan nur eine, gut. Und bitte kurz und ins Ganz Mikrofon kurz. Sprechen, weil es schauen uns ja auch ziemlich viele im Livestream zu und die wollen das mithören. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von der Vermessung der Welt und wollte fragen, ob Sie den Gauss lieber mochten oder den Humboldt. Sehr gute, präzise Frage, danke. Wollen Sie gleich? Es ist eine gute, präzise Frage. Ich glaube, ich hatte wirklich keine Präferenz. Ich glaube gerade, was meine Gefühlslage bei dem Roman war, wirklich, dass ich diese zwei Seiten, eben auch diese zwei völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, auch diese zwei Seiten dessen, was geistige Freiheit bedeutet, dass ich das wirklich als gleichwertig, als so unterschiedlich und gleichwertig empfand. In gewisser Weise ist Humboldt ja der viel freundlichere von den beiden. Gauss ist ja wirklich sehr schwierig und unangenehm im persönlichen Umgang. Was mehr Spaß gemacht hat zu schreiben, also jemanden, der im persönlichen Umgang so brutal und unfreundlich ist, das macht Spaß zu schreiben. Also ich würde sagen, Gauss hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber ich mochte nicht einen von beiden lieber. Also ist ja auch schon eine Weile her, aber nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber wenn Gauss Spaß gemacht hat, was muss erst Goebbels für Spaß gemacht haben? Anders Spaß. Okay. Anders. Fragen? Eine Dame, das ist immer fein. Ich bevorzuge ja Damen auch bei den Fragestellerinnen, wie Sie wissen. Also ich habe zwei Fragen. Und zwar erstens, wie finden Sie Ihre Themen, wie suchen Sie die Themen? Und zweitens, wie lange recherchieren Sie, bis Sie das erste Wort schreiben?
Also, wie ich die Themen finde, das ist ein Vorgang, den ich auch nicht ganz verstehe, weil ich oft bei Geschichten oder auch bei Ideen für Geschichten denke, ja, das ist eine wirklich tolle Geschichte, aber irgendwie nicht für mich. Und dann gibt es eben sowas wie zum Beispiel, wenn ich über, und ich schreibe ja nicht nur über historische Figuren, ich habe ja auch Romane geschrieben, die in der Gegenwart spielen und über rein fiktionale Figuren sind. Also es ist nicht so, ich höre immer oder finde was über eine historische Figur. Aber dann ist es zum Beispiel so, ich lese über Papst und ich denke mir, das wäre ein Roman auch für mich, ja. Oder eben auf eine andere Art, ich habe einen Film geschrieben, der heißt Nebenan, den können Sie auf Netflix sehen. Da kam Daniel Brühl zu mir, der ein guter Freund ist, der Schauspieler, und sagte, ich habe eine Idee für einen Film, aber die erzählen sicher Leute dauernd Ideen. Und ich habe gesagt, ja, mir erzählen wirklich Leute dauernd Ideen. Und er hat gesagt, ja, aber ich erzähle jetzt trotzdem meine Idee. Und er erzählte mir die Idee und ich war dann begeisterter als er. Ich habe gesagt, das müssen wir machen, das ist genau für mich. Und er hat gesagt, echt? Und ich habe genau meine Idee. Also nicht meine, deine Idee, aber genau, ich wünschte, es wäre meine. Und wir haben dann den Film wirklich gemacht. Das ist so ein geheimnisvoller Vorgang. Die Idee muss etwas in einem selber berühren. Es ist ein gewisses Gefühl von Aufregung und Neugier und so ein Energieschub, den man plötzlich spürt. Und warum das eine Idee ist und nicht eine andere, ich weiß es nicht genau. Und wie lange recherchiert, also bei so einem Buch, Sie haben mich gefragt, wie lange und wann man dann so weit ist, dass man anfangen kann. Eigentlich ist man nie so weit. Also man hat immer das Gefühl, man weiß viel zu wenig. Und das stimmt natürlich auch, aber das ändert sich nicht. Also das heißt, es kann darauf hinauslaufen. Also zum Beispiel, als ich Till schrieb, geriet ich in so eine spezialisierte Schleife, als ich wusste, es muss gegen Ende des zweiten Kapitels wollte ich, dass es einen Hexenprozess gibt. Und dann habe ich mich beschäftigt mit der Geschichte der Hexenprozesse in Europa und das ist dermaßen komplex und seltsam und verwirrend und erschreckend, dass ich praktisch ein Jahr gar nichts anderes gemacht habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt nicht rauskomme, dann handelt der ganze Roman nur noch von einem Hexenprozess. Was auch geht, aber das ist nicht der Roman, den ich schreiben wollte. Und dann habe ich gedacht, aber ich weiß noch bei weitem nicht genug über Hexenprozesse. Und dann dachte ich, es ist jetzt egal, das muss jetzt geschrieben werden, weil wenn du jetzt noch 3 Jahre damit dich beschäftigst, weißt du immer noch nicht genug. Also im Grunde ist es immer so eine Überwindung, weil man das Gefühl hat, man weiß noch lange nicht genug, um überhaupt anzufangen. Aber man muss dann trotzdem entscheiden, dass man anfängt. Und der Trick ist, dass man sich immer sagt, ich kann das ja alles wegwerfen. Das ist ja alles nur so eine Vorstufe. Ich schreibe ja jetzt noch lange nicht den endgültigen Roman, ich schreibe nur eine Vorstufe. Und so trickst man sich hinein in die Arbeit. Im Journalismus ist der Trick der Redaktionsschluss. Ja. Der Druck, man muss einfach, ja. Es gibt eine Deadline. Das hilft, das hat echt auch Vorteile. Das hilft total. Da hinten der Herr. Ja, eine Frage. Ich muss vorweg sagen, ich bin jetzt nicht der große Kehlmann-Fan, bin aber fasziniert davon, dass in Ihren Büchern, seit Sie sich mit historischen Figuren befassen, ich mir immer die Frage stelle, inwieweit Sie hinter Ihren Figuren fassbar sind. Bei mir taucht da immer wieder als Referenz auf, Woody Allen's Selig, also inwieweit sie in ihrer Identitätsfrage so quasi ihr Potenzial in den historischen Konstellationen verhandeln und zugleich die Identität und das eine und das andere ist, was mich auch fasziniert, dass sie die großen Themen Bildung in Vermessung der Welt, Kunst in Kaminski, Macht, Religion im Till, Wissenschaft, Okkultismus in Geister in Princeton und so weiter, immer in Verbindung bringen mit den großen Freiräumen, die uns bleiben. Also das war ja heute auch die große Frage, inwieweit das noch in totalitären Systemen möglich ist. Und das ist für mich eigentlich die Hauptfrage,
die eigene Identitätsfindung. Und da spielt natürlich auch wahrscheinlich ihre Familienkonstellation hinein, weil ja im 20. Jahrhundert die Katastrophe oder das Zuendegehen dieses deutsch-jüdischen Symbiose genau auch versinnbildlicht hat, wie eine Selbstbegegnung, die immer etwas Unheimliches ist, quasi immer mit Identitätsverlust zu tun hat. Mhm. Dafür, dass Sie kein großer Kehlmann-Fan sind, kennen Sie sich aber sehr gut aus, muss ich sagen. Bitte. Ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, außer dass, also es hat, glaube ich, alles, was man schreibt, hat dann letztlich mit der eigenen Identität zu tun. Aber ich glaube sehr daran, dass es gut ist, eben nicht wie Selig noch irgendwo daneben herumzustehen im Bild, sondern man ist ja das ganze Bild sozusagen. Also je unsichtbarer man ist und doch je präsenter, desto besser ist das Werk gelungen eigentlich. Joyce sagt das, ich glaube, sagt das mal in Portrait of the Artist as a Young Man, spricht er davon, dass der Schriftsteller als unsichtbarer Schöpfer hinter seiner Schöpfung steht und sich die Fingernägel schneidet. Also jetzt abgesehen von diesem etwas exzentrischen Bild, merke ich schon, dass es für mich erfüllend und interessant ist, dass die Dinge, die ich erfinde, eben doch etwas mit mir auch zu tun haben. Also es ist mir jetzt im Nachhinein wichtig, dass ich ein Buch geschrieben habe, das eben ein Österreich-Roman auch unter anderem ist. Es ist mir, ich bin sehr froh und es hat etwas Erfüllendes und Bereicherndes auf eine ganz persönliche Weise, dass ich diese Kafka-Serie geschrieben habe, die eben vielleicht in gewisser Weise so als das Gegenbild zu Lichtspiel diese verschwundene jüdische Welt auch thematisiert. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise eine Antwort ist. Also ich glaube schon, dass man zugleich unsichtbar und präsent sein sollte. Und je besser das gelingt, ob mir das gelungen ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber je besser einem das gelingt, desto besser das Werk. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank für Ihre tollen Fragen. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke natürlich an Herrn Kehlmann. Und mir bleibt jetzt noch über die üblichen Hinweise Ihnen zu geben. Ich habe schon gesagt, es gibt draußen einen Buchtisch. Herr Kehlmann signiert auch. Es gibt einen Ausklang im Foyer mit Häppchen und etwas zum Trinken. Und ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.